Jo, Freunde, herzlich willkommen beim neuen Part. Let's get a Platin. Assassin's Creed, ja. Ich bin gerade von der Aufnahmesession davon gekommen, deswegen habe ich jetzt wahrscheinlich, sag ich mal, natürlich GTA oder GTA 5, wie ihr mir auch wollt. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Nämlich gucken wir mal, was wir hier jetzt alles erstmal machen könnten. Dämonen austreiben ist wieder reiner Sport, da habe ich gerade gar keinen Bock. Was haben wir? Verlass das Auto kurz bevor der Zug ist erwischt. Da hat der gute Blizzard-Zocker mir einen Tipp gegeben, ich sollte mal versuchen, das mit der Trevor-Fähigkeit zu machen. Das versuche ich jetzt einfach mal. Und wenn es nicht klappt, mein Gott, dann klappt es halt nicht. Jetzt halt die Frage, muss ich das davor aktivieren oder danach? Also wenn ich im Auto sitze quasi oder wenn ich gerade am Aussteigen bin quasi. Wir gucken mal, wie wir es machen. Jetzt müssen wir wieder hinfahren, das ist das Nervigste, finde ich, im Scheißverkehr. Aber was wäre denn GTA ohne Verkehr, ne? Dann wäre es ja auch irgendwie langweilig. Und es ist doch mal immer wieder schön, wenn ich mich so ein bisschen drüber aufrege. Ich will auch online spielen. Dieses Spiel. Bald, Freunde. Bald ist es soweit. Aber ich finde, die Trophäe ist richtig schwierig. Hier die 70 Goldmedaillen. Klar, für euch ist natürlich leicht, weil ihr könnt es einfach direkt als wieder hintereinander versuchen. Aber ich muss ja als wieder gucken, dass ich meinen 25 Minuten bleibe. Und will euch ja auch nicht immer nur dann dieselbe Mission zeigen. Von daher dauert das bei mir halt etwas länger. Und ich habe mir das jetzt auch irgendwie bei mir eingebürgert, dass ich jeden Tag nur ein Video hochlade. Also von jeweils von den Projekten versuche ich. Und weil ich denke halt so, wenn ich mehr davon hochlade am Tag, für manchen wird es natürlich cool sein, aber für die anderen, die kommen dann wahrscheinlich nicht hinterher. Und dann wird da geflamed und ach. Ich meine, die können sich ja immer selbst die Zeit einteilen, wie sie es machen wollen. Aber ich weiß nicht. Ihr habt ja Besseres zu tun, als meine Videos zu sehen. Von daher passt das eigentlich mit dem täglichen. Ich muss hier runter. Other than a cheeseburger, a cold beer and you shutting the hell up, I'm all good. Whatever they're paying you, I'll double it. They're not paying me anything. Why are you doing this? Well, one, I'm a bad person. Two, I understand that love takes many forms. And three, most importantly, also ich teste es gerade, mein Auto kann ich die Fähigkeit nicht aktivieren. Also müsste ich rein theoretisch während des Aussteigens aktivieren. Ich versuche dann so zu stehen. Versuche. So jetzt. Das war schon auch zu früh, ja. Wo muss ich das denn machen? Wisst ihr vielleicht ab wo? Ab der Kurve da vielleicht? Ah, ich weiß es ja auch nicht. Aber ich hatte schon mehr Zeit wie letztes Mal. Letztes Mal, da war es ja wirklich knapp, aber irgendwie. Fähigkeit wollte irgendwie nicht so wirklich aktiviert werden. Aber trotzdem dennoch danke für den Tipp.
Aber ihr habt es ja gesehen. Es hat nichts gebracht. Deswegen machen wir jetzt das nächste. Was haben wir denn noch? Ich sollte vielleicht mal Tonja machen, oder? Das geht mir auch tierisch auf die Eier hier. Ehrlich. So. Rede mit den Begleitern, das müsste eigentlich gehen. Suche ich erstmal die Begleiter, bevor ich den erledige. Dann hat sich der Fisch. Ob die draußen stehen oder ob die da drin irgendwo sind. Finden wir es raus, Freunde. Wuhu! So. Der wollte es aber wissen. Bevor ich den Club betrete, gucke ich mal hier irgendwie von draußen. Weil da komme ich ja gleich in die Haupthalle. Das ist vielleicht nicht so gut. Tradesman's entrance. Don't mind if I do. I can't believe we're parting with Yeah. Lovefist's manager. Okay, which one of you cupcakes is Willie? Hey, who the fuck are you? His dentist! Well, he's still downstairs chatting up some bird, man. Whoa, his dentist comes to him? That is so cool. Oh, some of the shit I've seen, love, it's unimaginable. You know, if Jez and the guys hadn't gotten so into yoga and probiotics nowadays, we'd all be dead. Well, I've been through the last of my Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hinzuhören muss. The doctors reckon I'll never laugh again. Whoa, that's so awesome. Okay. Ich meine, ich muss mit denen reden und ich rede ja nicht mehr mit denen. Ups. Hoppla. I bet I could hit your G-Shirt every time. Hey man, no more autographs. Was weiß ich jetzt hier? So. Und tschüss. Jo, sogar ein Helikopter. I'd say my work is done here. Jo. Jetzt muss ich hier links irgendwo reinfahren. Kontrolle. Verstecke ich mich mal hier unten. Ja, bleibt doch mal versteckt. Nicht so. Ja, so. Boah, wie unfair die Dinger eigentlich sind. Die Polizisten, das ist ja echt hammerhart, ey. Oh ja, okay, Freunde. Dann haben wir jetzt 38 von 40, oh, 70, oh Gott, wie viel das noch sind. Puh. Eieieiei. Um.
gucken wir nochmal nach Fremde und Freaks. Was machen wir? Freunde. Ach ja, mach doch. Mann. So. Mark. Ach komm, 31, ernsthaft. Probiere ich das mal. 8 Sekunden. Lande perfekt. Oh Gott. Da warte ich am besten hier auf den Timer dann. Bullshit. Eins, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Das wird doch nie was. Nein, das war... Ach, Kagemalage. Nochmal. Geronimo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los geht's. Nein! Oh! Mh. Ah, fast. Ungefähr bei 6 Sekunden. Na, wow, ah, jetzt habe ich vergessen, X zu drücken. Ah, ich habe nicht als auf die Game Capture geguckt, auf die Zeit. Nochmal versuchen. Am besten lasse ich das und zähle einfach mal so per Pi mal Daumen ab. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, das wird nix. Das war scheiße. Ich denke halt immer, zur Not zähle ich lieber nochmal 9. Weil, falls ich dann zu schnell zähle oder so. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, los geht's. Okay, nochmal. Aim for that flatbed truck down there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da wird nichts, oder? Nee. Okay. Nee. Scheiße.
Nochmal. Einmal noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay, whatever you say, man. Oh, look who put on his big boy pants this morning. Okay, geschafft, perfekt geschafft habe ich schon mal. Yeah, that's what I'm talking about. Oh, Captain Conservative actually jumped. Figured you'd take the elevator. Dudes, that was insane. Hey, Franklin, it's me, Jeff. I'm gonna drop you at the garage on Elgin. Okay, Dom? Und 8 Sekunden bestimmt nicht. Ich weiß halt nicht wirklich, wo ich anfangen muss zu zählen. Ah, nein! Ah! 7! Scheiße. Ah, Kacke. Das versuche ich dann im anderen Part nochmal. Vielleicht könnt ihr mir mal sagen, ab wann ich zählen muss, ab ich dann zählen muss, wenn ich wirklich abspringe. Oder ob ich wirklich dann von da ab zählen muss, wo ich dann quasi die Kamera, wo die so wechselt. Ah, verdammt, eine Sekunde. Mist. Mann. Schade. Probier mal das nächste. So. Tyler. Petis dauert mir zu lang, um ehrlich zu sein. Nee, Grüße will ich nicht. Verlass das Auto. Ach komm, was nehmen wir denn mal, Freunde? Das hier. Ich weiß jetzt, wie es geht. Probier ich das nochmal. Schwindelig, wenn ich noch dränge, wie viel mir noch fehlen. Yo, what up, my brother? Trifft dich mit der Kontaktperson schon klar. Fucking Hipster. Nee, jetzt habe ich noch die Bullerei am Hals. Och nö. Hey, nimm Hipster, ey. Yo, you Beverly's boy? Shit, I guess I am, huh? They're round back. Heavy security. I'd take a photo from the roof if I was you.
sticky cowboy, mindless passion, purple plunder, endless panic, whatever you want. Marvelous. I'll take it all. Okay. I am on holiday. I mean, apart from a few photo shoots with orphans and cripples, but like, I could do that in a coma. They really are the same the whole world round, you know? Okay, give me a second. So, like, back in England, my help would like totally do this for me, but they're like super scared of being arrested and totally banged by scary dudes in US jail, yeah? So like, so ghastly. It's just, it's such a total drag. I mean, the UK taxpayer gives them money to protect me and be my servant. They should just like do what I say. Even if it's like lick my shoe or buy me drugs or like perform a sex act on my dog, you know? The taxpayers should totally get their money's worth, right? I mean, back when we had an empire, the king could like... Oh, fuck. Och, nee. Ernsthaft? Ach, nur wegen dem scheiß Hipster da. Nochmal von vorne. Ach, komm, ey. Leck mir die Kimme. Verdammte Hacke. Gibt's ja nicht. Arschloch. Mann. Das nächste Mal wird er gleich umgehauen. Gibt es gar keinen Hack und Geschmack hier. Wird dann gleich einfach drauf gehalten. Aber wie unversinnen die Polizisten. Ich war am Dach, die haben mich gesehen. Voll gemein. Ja, STFU. Nix da, Mann. Du nett, ey. Du lässt es schön bleiben. Scheiße. Ach, Kacke, ey. Warum hab ich denn alles die Bullerei am Nacken, ey? Das ist doch scheiße. Kommen sie jetzt? Ich will erst noch verstecken. I have sticky cowboy, mindless passion, purple plunder, endless panic, whatever you want. Marvelous. I'll take it all. Okay. I am on holiday. I mean, apart from a few photos. But like, I could do that with doch hier schon wieder nix. It's such a total drag. I mean, the UK taxpayer gives them money to protect me and be my servant, so they should just like do what I say. Even if it's like lick my shoe or buy me drugs or like. Ah, das ging ja noch mal gut. You know, the taxpayer should totally get their money's worth, right? I mean, back when we had an empire, the king could like chop people's heads off and stuff, and that was so much better. I mean, the queen is like my granny.
You know, it takes hundreds of years of inbreeding to get recessed chin, buck teeth, and snout like nose like mine. I mean, I'm a rare breed. I should be like, okay, here you go. This should chill you the fuck out. Oh, well, one of you apes, please pay this poor man. Really, the Secret Service has gone down the pan. Oh, thank you, fantastic. I really enjoy meeting the underclass. I'm so relatable in that way. Komm, dann mach ich jetzt auch hier, ey. Geronimo! Yeah. Gut. Dann habe ich in dem Part leider nur 2 geholt. Anstatt 3. 7 Sekunden, ey, Mann. Wieso? Aber okay, Freunde, dann mache ich jetzt einen Cut und sehen uns hoffentlich im nächsten Mal. Erst Let's Get a Platin. GTA 5, GTA 5, wie immer ihr auch wollt. Lasst auf jeden Fall den Tritt im Schritt. Yes, sir.